B2.4. Die Strecke AC schneidet die Strecke DB im Punkt G und die Strecke EB im Punkt F. Berechnen Sie die Länge der Strecke GB sowie den Flächeninhalt A des Dreiecks BGF. Als erstes ist jetzt die Länge der Strecke BG zu berechnen. Wir gehen wieder folgt vor, wir schauen nach, in welchem Dreieck liegt diese Strecke BG und ist in diesem Dreieck möglichst viel bekannt, sodass wir vielleicht schon was ausrechnen können. Die Strecke GB liegt zum Beispiel in dem Dreieck GBC. Von diesem Dreieck kennen wir diesen Winkel hier mit 35 Grad. Wir kennen die Länge dieser Strecke mit 110 cm. Aber wir kennen weder diesen Winkel hier, noch diesen Winkel hier, noch die Länge dieser Strecke. Um in diesem Dreieck weiterrechnen zu können, ist es noch zu wenig. Dafür brauchen wir, da wir ein allgemeines Dreieck haben, entweder den Sinussatz oder den Cosinussatz. Der Sinussatz arbeitet mit zwei Winkeln und zwei Seiten. Da hätten wir jetzt nur einen Winkel gegeben, eine Seite gegeben, eines gesucht, also ein Winkel fehlt. Für den Cosinussatz bräuchten wir drei Seiten und einen Winkel, aber da wir nichts über diese Seite hier wissen, funktioniert der Cosinussatz auch nicht. Schauen wir mal in andere Dreiecke, ob vielleicht sich da was ergibt. In dem Dreieck FBG kennen wir jetzt diesen Winkel, aber über die beiden anderen Winkel ist nichts bekannt, über diese Strecke ist nichts bekannt und über FB ebenfalls nichts. Funktioniert also auch nicht. Und dann bleibt noch ein Dreieck übrig, nämlich ABG. Da kennen wir zwar diesen Winkel hier und die Seite AB, allerdings nicht die Seite AG. Diesen Winkel hier kennen wir auch nicht und diesen ebenfalls nicht. Also können wir daraus schließen, wir müssen zuerst irgendeine Teilgröße noch berechnen. Fragt sich nur, welche Teilgröße, und da bietet sich eigentlich immer an, versuchen Winkel zu berechnen, fehlende Winkel zu berechnen, damit die meist leichter über die Innenwinkelsumme als Nebenwinkel oder als Scheitelwinkel zu berechnen sind. Gehen wir nochmal zurück in das Dreieck GBC. Einen Winkel kenne ich, und wenn ich jetzt voraussetze, ich will jetzt einen weiteren Winkel berechnen, dann würde zum Beispiel der Sinussatz funktionieren. Also ich will diese Strecke GB mit Hilfe des Sinussatzes berechnen. Dann stelle ich jetzt erstmal die Formel auf. Den Sinussatz finden wir auf Seite 30 der Formelsammlung, wo es erstmal allgemein heißt, a geteilt durch Sinus von Alpha ist gleich b geteilt durch Sinus von Beta ist gleich c geteilt durch Sinus von Gamma. Das Wichtige hierbei halt immer, die Seite geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels ist gleich Seite geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels ist gleich Sinus Seite geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Ich fange jetzt mit meiner unbekannten Seite an, nämlich der Seite GB. GB geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels gegenüber liegt der Winkel GCB. Ist gleich, nun die andere bekannte Seite wäre sinnvoll zu nehmen, also die Seite BC, geteilt durch Sinus des gegenüberliegenden Winkels, und es wäre in diesem Fall der Winkel BGC. So, BC ist bekannt, über die beiden anderen Winkel wissen wir momentan noch nichts, aber in diesem Dreieck ist ein Winkel mit 35 Grad bekannt, das heißt, sobald ich einen dieser beiden Winkel berechnet habe, kann ich den dritten auf jeden Fall über die Innenwinkelsumme berechnen. Jetzt ist es sinnvoll, zum Beispiel diesen Winkel hier mal herzunehmen und zu überlegen, wie groß ist der eigentlich. Nenne ich den mal Gamma 1. So, ich suche mir jetzt ein neues Dreieck, wo diese Gamma 1 drin liegt und über das ich den vielleicht berechnen kann. Nun, das Dreieck CFB bringt mir sicherlich nicht viel, aber wenn ich jetzt das Dreieck ABC hernehme, dann weiß ich vielleicht mehr darüber.
Das heißt, Gamma 1 will ich berechnen. Das wäre der Winkel GCB. Beziehungsweise, wenn ich jetzt in das Dreieck ABC gehe, auch gleich der Winkel ACB. Schreibe ich noch dazu, dass ich im Dreieck ACB bin, ja, ABC. Und überlegen wir jetzt, wie kommen wir jetzt auf den Gamma 1? Folgendes ist gegeben, wir haben hier einen Kreissektor, das heißt, die Strecke BC ist gleich der Strecke BA. Damit erhalten wir für das Dreieck ABC ein gleichschenkliges Dreieck. Diese beiden Schenkel sind gleich lang. Daraus folgt automatisch auch, dass dieser Winkel hier gleich groß sein muss wie Gamma 1. So, was wissen wir noch über dieses Dreieck? Ja, dieser Winkel hier war ja unser Winkel Beta und der ist 105 Grad groß. Wenn alle drei Winkel zusammen 180 Grad ergeben müssen, ist also Gamma 1 plus Beta gleich 180 Grad. So, setzen wir noch vor Beta die bekannte Größe ein. Und lösen jetzt nach Gamma 1 auf. Gamma 1 plus Gamma 1 sind 2 mal Gamma 1 plus 105 Grad. Dann heißt 75 Grad ist gleich 2 mal Gamma 1. Und damit folgt für Gamma 1 gleich 37,5 Grad. Das heißt, dieser Winkel Gamma 1 ist 37,5 Grad groß. So, der Gamma 1 war ja der Winkel GCB, also ist jetzt auch dieser Winkel bekannt. Jetzt brauchen wir noch den Winkel BGC, also dieser hier. Und der lässt sich jetzt ganz einfach über die Innenwinkelsumme des Dreiecks BCG berechnen. Den nenne ich jetzt einfach Normalwinkel BGC im Dreieck BCG. Und zwar wie folgt: 180 Grad ist gleich, ja, den hatten wir vorher Beta 1 genannt, Gamma 1 plus Beta 1, das schreibe ich mal schöner, plus unser gesuchter Winkel BGC. So, setzen wir einmal ein. 180 Grad ist gleich Gamma 1 waren die 37,5 Grad plus Beta 1 war 35 Grad und der BGC ist gesucht. Dann einmal auflösen. Daraus folgt dann, der Winkel BGC hat eine ungefähre Größe von 107,5 Grad. So, schauen wir nochmal nach. Wir kennen den Winkel GCB mit 37,5 Grad. Wir kennen die Strecke BC mit 110 cm und wir kennen jetzt auch den Winkel BGC mit den 107,5 Grad hier unten. Also können wir jetzt wunderbar den Sinussatz ansetzen und die Strecke GB berechnen. Also nochmal zurück zu GB. Die Seite GB geteilt durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Gegenüber lag der Gamma 1, also geteilt durch Sinus von 37,5 Grad, ist gleich 110 cm geteilt durch die Sinus 107,5 Grad.
So, das lässt sich jetzt wieder mit Hilfe des Solvers berechnen. Oder über Umformung. Dann ergibt sich für die Strecke GB ist gleich 110 cm geteilt durch Sinus 107,5 Grad mal Sinus von 37,5 Grad und das gibt eine ungefähre Länge von 70,2 cm. Und das haben wir hier auch als Zwischenergebnis bzw. Teilergebnis bekommen. So, damit wäre die Länge der Strecke GB berechnet. Jetzt ist es noch etwas einfacher, nämlich den Flächeninhalt des Dreiecks BGF berechnen. Das wäre dieser Flächeninhalt hier. Wir kennen ja wieder drei Flächeninhaltsformeln für ein Dreieck, nämlich 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Da wir hier keine Grundseite und keine Höhe haben, stellen wir die mal zurück. Die Determinante fällt auch aus, weil wir keine Punktkoordinaten kennen. Wäre noch der letzte Weg mit Hilfe des Sinus. Nun, wie gesagt, hier ist ja eigentlich der Winkel bekannt. Und sobald ein Winkel im Dreieck bekannt ist, ist der Flächeninhalt über den Sinus meist am schnellsten und einfachsten. Wir brauchen für diese Flächenformel einen Winkel und die beiden Seiten, die diesen Winkel einschließen. Also einmal GB, die haben wir jetzt aber gerade mühselig berechnet, und einmal die Seite FB, allerdings ist sie genauso groß wie die Seite GB. Damit haben wir schon alle Voraussetzungen für den Flächeninhalt. Also Flächeninhalt ist Dreiecks BGF. Wie gesagt, die Seite GB ist gleich groß wie die Seite FB. Beziehungsweise BF. Dann brauchen wir noch die Flächenformel für die Dreiecke. Die ist auch wiederum in der Formelsammlung zu finden. Auf Seite irgendwo. Und da steht auf Seite 27. Wo es heißt, a ist gleich 1/2 mal b mal c mal Sinus von Alpha, heißt also Seite mal eingeschlossener Winkel dieser beiden Seiten. Damit stellen wir unsere Flächenformel auf. BGF ist also 1/2 mal und schauen wir schnell nochmal in unsere Zeichnung. Das ist unser Winkel, also brauchen wir die anliegenden Seiten, FB und GB. Die beiden sind aber gleich groß. Also 70,2 cm mal 70,2 cm mal Sinus des eingeschlossenen Winkels und der war 35 Grad. Einmal einen Taschenrechner eingeben und wir halten einen Flächeninhalt von den angegebenen 1413,3 Quadratzentimetern. Und damit ist die Aufgabe erledigt.